So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Speedrunde. Heute mit der F2000 schallgedämpft. Ich habe endlich den Schalldämpfer für die F2000 freigeschaltet. So sollte der Vorschlag von vor zwei Tagen, glaube ich, ja eigentlich wirklich umgesetzt werden. Dann dachte ich mir, ja, ich spiele eine Runde und dann hole ich mir den Schalldämpfer schon. Aber das hat da nicht geklappt. Okay, da hinten ist einer. So, den holen wir uns. Hammer nice. Ich habe wirklich jetzt gerade die ganze Zeit probiert. Es ist einfach nicht machbar. Heute ist ja Dragon's Teeth Release gewesen für alle Leute, die kein... Die... Was? Ich hab sie doch gesehen! Ich bin mir sicher, ich bin nicht in die Schnüre gelaufen, aber okay. Ich hab's wirklich probiert und es ist einfach nicht machbar. Es ist einfach nicht machbar. Heute war ja Dragon's Teeth Release für die Nicht-Premium-Leute, ne? Da dachte ich mir, okay, jetzt müsste es wieder richtig viele Server gegen TDM oder Domination oder irgendwas, ist mir egal, solange ich es noch irgendwie unter eine Speedrunde schmuggeln kann. Ich habe jetzt 20 Minuten gesucht, mindestens, und einfach nichts gefunden. Also wirklich gar nichts, was man da hätte nehmen können an Servern, so. Was? War der schon tot? Der hat irgendwie keine Hitmarker bekommen gerade. Hä? Der ist da richtig reingebackt gerade. Hammerkomisch. Ich hab's echt probiert, was anderes zu finden als das jetzt. Weil jetzt haben wir hier wieder fehlerhafte Übertragung. Hatten wir jetzt zwar schon länger nicht mehr, aber... Ah, fuck! Knife! Was war das denn für ein Typ, der knifen wollte? Wo ist jetzt der Gegner? Der ist da irgendwo gewesen. Ich bin aber... falscher Weg, den ich laufe. Ich bin aber... fast down! Oh Gott! Was? Wie hat der... Er hat doch nicht durch die Scheibe geschossen, oder? Oder? Ich war doch da so rechts. Und der ist doch da so reingelaufen. Egal. Ich habe probiert. Ich habe wirklich probiert, andere Maps zu finden. Es ist nicht machbar. Es ist einfach nicht machbar. Servertechnisch einfach leider nicht machbar. Trotz dessen wollte ich mich mal nochmal kurz bedanken. Übrigens, um die Facecam weiß ich nicht, ob da jetzt schon in den Rahmen drum ist. Ich könnte mir irgendwo aus irgendeiner Photoshop-Sache von mir, irgendwie aus der Endcard da, könnte ich mir so einen Rahmen klauen. Da ist ja auch so ein Rahmen um die Videos rum. Da könnte ich mir einen rausklauen, dann könnte ich den hier rum machen. Falls noch keiner drum ist, ist denn morgen ein Rahmen um die Facecam. Den will ich auf jeden Fall reinmachen. Und ihr habt ja auch größtenteils geschrieben, dass da unbedingt eine Rahmen rum muss. Und deswegen wird das kommen. Und was richtig Geiles. Ich meine, ich habe wirklich damit gerechnet, dass da relativ viel oder auf jeden Fall ein bisschen, sage ich mal, Flame da ist von wegen, ha, Facecam, Battlefield, hier und da und ich bin so gut wie tot jetzt. Aber echt so gut wie kaum. Ich habe auch so ein bisschen mit gerechnet, dass es dann plötzlich Dislikes hagelt und so weiter wegen der Facecam. Aber wirklich überhaupt nicht. Ich meine, es bringt auch nichts. Es bringt so gar nichts, wenn da denn jetzt auf die Videos von, wo eine Facecam mit dabei ist, irgendwie 10 Dislikes mehr sind. Darauf achte ich nicht. Dislikes ist sowieso so eine Sache. Ja. Es gibt sie, aber das interessiert so gut wie niemanden. Es kommt mehr immer auf die Bewertung, also nicht auf Bewertung, ist ja eigentlich beides. Es kommt immer auf die Likes an. Ich gucke von den Likes an, von wegen, okay, ich nenne jetzt mal ein Beispiel von damals zum Beispiel. Sagen wir mal, eure Wahl, meine Qualfolgen hatten immer im Durchschnitt 500 Likes. Battlefield 4 Scout Heli hatte im Durchschnitt immer 300 Likes. Muss jetzt nicht stimmen, habe ich jetzt einfach so ungefähr genommen. Und diese Likes haben mir gezeigt, dass Scout Heli jetzt unbedingt nicht so geil ankommt. Was auch wirklich so ist, das ist immer noch so. Die Videos haben deutlich weniger Views und vor allem die Likes halt, ne? Und von diesen Likes, deshalb sage ich auch immer am Ende, jetzt zum Beispiel habe ich ebenfalls das Video noch nicht gesehen habt, dass eure Wahl meine Qual jetzt wieder startet, habe ich am Ende gesagt, so, lasst ein Like da, falls euch das gefällt, die Idee und so weiter und bla bla bla. Und ich werde auch vor allem in den ersten Eure Wahl meine Qualfolgen immer sagen von wegen, hey, lasst unbedingt eine Bewertung da, drückt ein Like nach oben, wenn euch das gefallen hat. Von den Likes habe ich nichts, da sehe ich einfach nur, okay, das gefällt euch jetzt oder das gefällt euch jetzt nicht so. Okay, Kollege, es ist so mein Tod. Ah, ich hätte mir noch seine Waffe stehlen können. Und wenn ich jetzt das neue Eure Wahl meine Qual starte und ich sag mal, jede Folge hat im Durchschnitt 600 Likes und dann noch eine andere Serie starte, keine Ahnung was, irgendwas von, keine Ahnung, und es hat aber nur 400 Likes im Durchschnitt, dann sehe ich, okay, das ist jetzt nicht so wirklich beliebt. Also muss ich eventuell was dran ändern oder es lassen oder was auch immer. Und die Likes, es gab ja auch mal so eine Zeit lang, da haben alle immer Like geil geschrieben und so weiter, da. Wie gesagt, man hat so gut wie eigentlich gar nichts von den Likes.
Mir persönlich zeigt es einfach nur, okay, das kommt jetzt gut an, weil das 200 mehr Likes hat als die andere Serie. Boah, ich möchte meine F2000 wieder haben. Ich glaube, ich mache gleich Selbstmord. Das regt mich gerade übertriebenst auf. Ich laufe da jetzt rein und werde sterben. Oder ich hole mir den. Okay, Leute. Schaffe ich den auf Distanz? Oh, was? Wo ist deine Waffe? Wo ist deine Waffe? So, und jetzt ist Sniper-Time. Sniper-Time. Ich wollte es nur mal kurz sagen. So, Quicks. Ja. Da hat zwar nur dein Kopf gerade rausgeguckt, aber passt schon. Ja. Fuck. Mit dieser Maus scopen jetzt mit der viel zu höhen. Ja, 14-3. Ich habe mich jetzt gerade wieder gar nicht aufs Gameplay konzentriert. Auf jeden Fall, Lob an euch, dass es mit der Facecam so gut angekommen ist und es so gut wie kein Hate gab. Also ich habe eigentlich auch gar keinen mitbekommen. Und Rahmen ist dann entweder heute schon drum, wenn nicht, dann morgen. Schaut euch auf jeden Fall das andere Video von heute an, was vorhin kam. Geht um eure Wahl, meine Qual, ist wichtig und es wird richtig geil. Ich freue mich da richtig drauf auf das neue eure Wahl, meine Qual. Sozusagen. Ich hoffe, euch hat die Speedrunde gefallen. Die Größe von der Facecam werde ich vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, haben auch so ein paar geschrieben. Man kann es, wie gesagt, nicht jedem recht machen. Der eine wird lieber das ganze Bild als Facecam haben und der andere, der will nur so ein kleines Dings haben als Facecam. Und deswegen, ich werde es noch ein bisschen kleiner machen, einen Rahmen drum machen. Der ist wahrscheinlich auch erstmal so Übergangslösung, der Rahmen, dann, wenn er drum ist. Und Score 14-3, nicht vergessen rauszuschneiden, das sage ich nochmal, damit ich gleich beim Schneiden das sehe, erhöre und dass ich es nicht rausschneide bis hier. Jetzt kann ich schneiden. Ja, der Rahmen wird wahrscheinlich Übergangslösung erstmal sein und dann werde ich vielleicht nochmal einen richtigen machen. Vielleicht ist es auch super, schreibt es mal in die Kommentare, falls ein Rahmen drum ist, wie der ist. Und wenn nicht, dann gucken wir morgen und dann wird es wahrscheinlich eh einen neuen geben. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, damit ich weiß, oder ich weiß eigentlich schon, dass die Speedrunnen richtig geil ankommen. Aber dann weiß ich es weiterhin. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.